Willkommen zurück bei Let's Play Terra Enigma. So, wir sind auf hoher See, wir haben alle Mondsteine und jetzt geht's in Richtung von dem Grab des Helden. So, ich habe mir jetzt ein bisschen vorgenommen, dass ich jetzt schon in einem Rutsch einfach mal das ganze restliche Game durchzock, was ein bisschen dauern wird. Aber naja, ich bin nochmal sehr gespannt, ob ich dann so viel Parts haben wird wie bei Hamterror, also die 74 oder 72 oder was das waren. Bin ich mal sehr gespannt. So, da muss ich rein, aber... Ach, so was, genau. So, und rein hier. Im Dürretal. Da waren wir ja schon mal. So, Mondstein rüsten wir mal aus. Im Sailor Moon Style. Und da sehen wir dann diese wunderschönen Köpfe. Sieht aus wie eine Art Altar. Und da legen wir mal die Mondsteine rein, beziehungsweise halten sie hoch, damit sie aktiviert werden. 1, 2, 3. Ich muss ein bisschen beeilen, dann nicht. Danach geht eine relativ lange Cutscene los. Ich will mal zumindest in diesem Part packen und ja. Da würde ich mal sagen, freut euch auf den Rest. Und wir legen den letzten ein. Und gucken, was passiert. Aus dem Nichts ertönte eine Stimme. Sie klingt genau wie die von Utaku. Du hast zahlreiche Abenteuer voller Gefahren überlebt. Viele Wunden hast du davongetragen. Doch der Tod besiegte dich nie. Weißt du warum? Weil du der Warte, jetzt kommt gleich. Der Held bist. Ich vertrete die Seite des Lichts. Du vertrittst das Schattenreich. Auch jetzt ein bisschen andersrum aussieht derzeit. Ich bin wie du, nur dass du vom Bösen geschaffen wurdest und ich vom Guten. Unser Zusammentreffen war vorherbestimmt. Die Wiederkehr Berugas hat die Balance der Erde gestört. Die Zeiger der Uhr der Weltgeschichte zeigen eine Zeit an, die es nicht gibt. Eine Zeit, die es nicht geben darf. Und da musste ich immer an Dings denken, an Persona. Da gibt es auch diese Dark Hour, die Stunde zwischen 12 Uhr und Mitternacht. Also wer die Persona-Reihe für die PS2 kennt, der weiß, was ich meine. Muss ich immer dran denken. Ich werde dich nun vernichten. Doch du wirst wiedergeboren werden. Okay. Nein. Nein. Soll ich jetzt mit, oder? Nein. Nein! Ich wurde von mir selbst getötet. Wer meinte das mit wiedergeboren? Was hat er nur vor? Kapitel 4: Wege des Schicksals. Das ist auch das letzte Kapitel. Huch, ich bin ja daheim. War alles nur ein Traum? Habe das ganze Spiel nur geträumt? Gagel, Gegel, Gagel. Was zum... Ich bin ein Baby. Melina? Was? Oh, du bist aufgewacht. Was hast du denn? Seit ich dich im Wald gefunden habe, hast du noch nie so laut geschrien. Macht irgendetwas Angst? Weißt du, du erinnerst mich an jemanden,
den ich einst kannte. Deshalb gab ich dir auch seinen Namen. Otaku. Sicher hast du Hunger. Ich hol dir was. Was zum Geier. Na, wenigstens habe ich einen Schnuller. Das ist nicht ganz so schlimm. Ich glaube, meine Windel ist voll, so wie es riecht. Und alles klar bei dir? Melina, töte ihn. Ich befehle es. Was zum... Deshalb sandte man dich aus Krista in die Oberwelt. Was? Tu es. Nun, da das Baby wehrlos ist. Zögere nicht. Nein, bitte nicht. Nein, nein, bitte, nein. Nein, nein, lass mich los. Nein, 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 komm. Ich bin nur ein Baby. Ich habe doch nichts getan. Ich wollte nur die Welt retten. Was habe ich nur getan? Nanu? Was ist passiert? Huch! Ein Baby kann doch nicht einfach verschwinden. Otaku? Otaku, wo steckst du? Ah, das war die andere Melina. Ja, kennt man eigentlich fast nur in den Horn. Melina. Melina, worauf wartest du? Töte das Baby endlich. Und ich muss sagen, ich als Baby sehe irgendwie aus wie Cloud. Von Final Fantasy VII. Schon interessant. Vergib mir. Bist du in Ordnung? Yeah, Melinaception. Die treffen sich auch zum ersten Mal, oder? Ja. Wer bist du? Du siehst aus wie ich. Wer bist du? Und was machst du mit dem Baby? Fluffy! Ist auch ein bisschen jünger als irgendwie. Vermaledeit! Was tut sie hier? Melina, beseitige auch dieses Mädchen. Ey, Fluffy, was ist denn los mit dir? Was? Was geht denn jetzt ab, ey? Sind alle gegen mich? Ich hab doch nichts getan, ich wollte nur die Welt retten. Ich wollte nur das Böse aufhalten. Otaku, wach auf. Ich bin es, Lord Komari. Hörst du mich? Die Lebewesen der Welt warten sehnsüchtig auf dein Erwachen. Hör mir gut zu. Ich bin Ra. Auch bekannt als der geflügelte Drache des Ra. Kannst du mich hören, Otaku? Die Erde weint. Rette diese Erde, wie du mich von dem Gift gerettet hast. Ich bin es, Liam. Hörst du mich? Die Erde ist auf dem falschen Weg. Warum muss der Text so langsam gehen jetzt? Die Tiere änderten sich nicht, jedoch die Menschen. Umso mehr. Von der Licht zur Schattenseite. Du hast mir Mut gemacht. Gib auch dieser Welt neuen Mut. Ich bin Dumba. Stimmt, muss ich eigentlich auch noch, fällt mir gerade ein. Der Himmel weint bittere Tränen. Jetzt, ich weiß, das ist dieser fette Urzeitvogel-Drachen-Typi. Wir wollten auch nur unsere Bahnen am Himmel ziehen. Den Himmel, den ich erstellt habe. Hast du all ihre Stimmen gehört? Du kannst jetzt nicht mehr mit ihnen reden. Doch sie sind bei dir. Otaku, erhöre uns. Alle Lebewesen warten darauf, dass du erwachst.
Da muss ich immer an die Genki-Dama denken. So, ich bin zurückgekehrt. Ich bin erwacht. Ich bin bereit, die Welt zu retten. Ich fange mit diesen zwei Bitches an. Oh nein, der ist erwacht. Die Vertreter von Licht und Schatten sprachen, als sei er ihr Retter. Der Weise als Christa befehligte mich. Töte Otaku, wenn die Beruga wiederbelebt hat. Was, Fluffy, was ist mit dir los? Ich war überzeugt davon, dass es dir gelingen würde, Otaku. Wenn ich dich vernichte, kann es nichts mehr aufhalten. Ragnara wird für die Wiedergeburt der Hölle sorgen. Jetzt kommt der Grausbär, der richtige Bösewicht ist, nämlich nicht Beruga, sondern Ragnara. Aber das sehen wir jetzt bald. Ragnara? Genau. Die Menschen nennen ihn den Teufel. Also Melina, töte ihn. Taki wird nicht den Mut haben, sich zu wehren. Ich kann nicht. Stoop? Oh Gott, was ist denn hier los? Lassen Sie den Ort verlassen. Lassen Sie den Ort verlassen. Ich kann mir die Stimme ganz durcheinander. Okay. Dann sind wir spät den Weg. Otaku. Endlich sehe ich dich wieder. Ich habe dich nie vergessen. Doch nie hätte ich gedacht, dass wir uns so wieder treffen. Ihr erhielt den Auftrag, eine Person der Oberwelt zu töten. Doch ich wusste nicht, dass du es bist, Otaku. Du nutzloses Ding. Genug, ich werde ihn töten. Fluffy, was sagst du denn da? Du warst zu lange mein Weggefährte. Otaku, du verstehst wohl nicht, immer noch nicht. Du wurdest nur benutzt, nicht mehr als eine Marionette. Verabschiede dich für immer. Ich muss meinen Auftrag ausführen. What the fuck? Was ist jetzt denn los? Fluffy löst ein Erdbeben aus. Otaku ist bewegungsunfähig. Was zum Geier? Was ist mit Fluffy jetzt los? Dies ist dein Ende. Halt dir ein! Wir gehören nicht in diese Welt. Unser Tun ist Unrecht. Lass uns wieder in unsere Welt zurückkehren. Otaku, rette die Menschen der Oberwelt. Zerstöre das Böse und bewahre die Welt vor ihrem Schicksal. Melina, was tust du? Halt! Nein! Oh Gott, nein! Ich werde dich immer lieben. Nein, nein, geh nicht! Leb wohl, Otaku. Ich liebe dich. Nein. Melina. Melina hat richtig gehandelt. Doch warum musste es so weit kommen? Wäre das alles nie passiert, wenn ich die Truhe nicht geöffnet hätte? Doch es war meine Bestimmung, es zu tun. Ich war nur ein Spielball der dunklen Macht. Doch ich bin ein Wesen aus Fleisch und Blut, mit Empfindungen und Gefühlen. Nun werde ich mich gegen die Macht wenden, die mich schuf. Ein ziemlich epischer Satz übrigens. Das Böse soll nicht auf Erden regieren. Was ist das denn? Ich verstehe das alles nicht. Es sind nur Schachfiguren bei einem Spiel der Mächte, Otaku? Keine Angst. Wir haben immer noch uns. Doch werde ich niemals die andere Melina ersetzen können? Wen liebe ich?
Ja. Ich glaube, das ist eindeutig. Die wahre und einzige Melina aus der Unterwelt. Tut mir leid. Lange Zeit lebte ich zusammen mit Melina in Krista, in der Unterwelt. Viele Erinnerungen an diese Zeit trage ich noch in mein Herzen. Diese Melina opferte sich, um mich zu retten. Tut mir leid. Doch ich kann im Moment an niemand anderen denken. Du hast recht. Tut mir leid. Ja. Ich muss dir etwas erzählen. Es gibt hier eine alte Sage. Sie berichtet von einem Helden, der das Böse aus dieser Welt vertreiben wird. Dieser Held bist du. In dieser Truhe sind die Waffen des Helden. Ich glaube, dass Kolumbus sie auf seiner Reise fand. Er versteckte sie, damit sie nicht in falsche Hände geraten. Die Dorfbewohner waren die Hüter dieser mystischen Waffen. Deshalb wurde das Dorf zerstört und Kolumbo gequält, also Siheim. Die Seelen der Dorfbewohner verwandten sich in Wölfe. Sie haben diese Waffen mit ihrem Leben verteidigt. Nutze sie, Otaku. Okay. Fluffy? Heurika! Ist der Held endlich aufgetaucht? Das lange Warten hat mich ermüdet. Mein Körper ist schwach. Du brauchst nicht zu sagen, ich weiß, dass du der wahre Held bist. Otaku, dieses Ding wollte dich einmal töten. Nein, das war der andere Fluffy. Ich bin der Fluffy dieser Welt. Hey, keine Zeit für Plaudereien. Mit den Waffen des Helden müssen wir Beruga besiegen. Wenn wir reden können, könnte irgendwo eine Stadt sterben. Und wir kriegen die Terra Lanze, die stärkste Waffe im Spiel. Die aber nicht Terra Lanze heißt, sondern anders. Und den Enigma Panzer. Das ist die stärkste Rüstung. Und eine der letzten Waffen und Rüstungen, die ich hole, denn wie gesagt, eine kann man eigentlich dazu kaufen. So, ich rüste sie gleich mal aus, dass ich für den Kampf gegen Beruga gewappnet bin. Der ganze Part ging echt für diese eine Katze drauf, habe ich schon fast damit gerechnet. So, von unserer Shogun-Rüstung plus 50 geht's zum Enigma-Panzer plus 88. Eine Rüstung für echte Helden. Also ohne diese Rüstung, ohne diese Waffe kann man es gar nicht schaffen. Ich glaube, das ist echt anders. Genau, Elfenbeinlanze. War im Besitz großer Helden. Ich weiß nicht, warum das da anders heißt. Nicht Enigma-Speer oder so ähnlich, aber naja. Und hier ist auch eine Waffe, die man kaufen kann. Da bin ich noch etwas im Überlegen, denn ich kaufe noch relativ viel Kohle. Da fehlt ja auch noch was. Da ist dann die fehlende Rüstung und das fehlende Wäffelchen. Also die fehlende Waffe, wenn ich noch dazu kaufe. Damit es zumindest schön aussieht und nicht einem zum Fleck leer ist. Und wie gesagt, alle anderen Waffen, die weiß ich, wo die sind, da muss ich einfach nur im Shops kaufen. Da will ich dann nicht mehr so extrem viel damit meine Zeit verschwenden. Denn jetzt zählt nur eins. Die Vernichtung Perugas. Und ihr wisst sicher genau, wo wir sind. In dem Haus, in dem alles anfing. In Krista. So, ja, ein ziemlich emotionaler Part. Ich hätte fast geweint, das war wirklich, ja, unglaublich. So, und im nächsten Part, da gehen wir mal in Richtung Beruga und treten mal so richtig in den Arsch. Denn wir sind der Held und niemand zerstört diese Welt. Und wir müssen nicht nur diese Welt retten, sondern auch die Unterwelt. Sprüche müssen Beruga plus... Ich habe den Namen wieder vergessen. Ragnar besiegen.
Sprich, wir haben zwei Bosse. Super, ne? Also erstmal danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal bei Terranigma. Ciao.